Meine Damen und Herren, vorausschicken möchte ich, dass, was ich Ihnen heute sage, längst formuliert und gesprochen war, ehe die englische Wochenzeitung The Observer das Interview brachte, das Igor Strawinsky Robert Kraft gab. Die Übereinstimmung vieler kritischer Befunde, die von so verschieden Denkenden gewonnen wurden, dürfte für einen Zwang in der Sache selbst zeugen. Erwägungen über den Dirigenten, das Orchester und die Relation zwischen beiden rechtfertigen sich nicht nur wegen der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Rolle im Musikleben, sondern vor allem darum, weil sie in sich etwas wie einen Mikrokosmos bilden, in dem Spannungen der Gesellschaft wiederkehren und konkret sich studieren lassen, vergleichbar etwa der Community, der Stadtgemeinde, als einem soziologischen Forschungsgegenstand, der Extrapolationen auf die als solche unmittelbar niemals greifbare Gesellschaft erlaubt. Dabei handelt es sich nicht um formalsoziologische Gruppenbeziehungen, die unabhängig wären vom spezifischen gesellschaftlichen Gehalt, wie sehr auch manche Beobachtungen an Dirigent und Orchester wie Spezialfälle einer allgemeinen Gruppensoziologie erscheinen mögen. Nur mit Willkür wären die Sozialcharaktere von Dirigent und Orchester, ihre Funktion in der Gesellschaft heute und die ästhetische Problematik getrennt zu erörtern. Was innerästhetisch das Musizieren der Orchester unter ihren Führern entstellt, das sind Symptome auch eines gesellschaftlich Falschen. Kaum wird unter Musikern bestritten, dass die öffentliche Geltung des Dirigenten weit die Leistung der meisten für die Wiedergabe von Musik übersteigt. Zumindest weisen öffentliche Geltung und tatsächliche künstlerische Arbeit auseinander. Der Dirigent verdankt seinen Ruhm nicht, sicherlich nicht nur der Fähigkeit zur Darstellung der Partituren. Er ist eine Imago, die von Macht, die er sichtbar als herausgehobene Figur und durch schlagende Gestik verkörpert. Darauf hat Elias Canetti hingewiesen. Dies Moment ist in der Musik keineswegs auf den Dirigenten beschränkt. Der Virtuos, etwa der Pianist des Liszt'schen Typus, zeigt ähnliche Züge. In der Identifikation mit ihm toben Machtfantasien sich aus, ungestraft, weil sie nicht als solche dingfest zu machen sind. Ich habe auf den Zusammenhang einmal bei Gelegenheit eines hochberühmten Salonstücks von Rachmaninow hingewiesen und dafür den Namen Nero-Komplex eingeführt. Darüber hinaus demonstriert der Dirigent sichtbar seine Führerrolle. Das Orchester muss wirklich spielen, wie er befiehlt. Diese Imago hat zugleich etwas Ansteckendes und, als bloß ästhetische, etwas Nichtiges. Die Allüre des Gewaltherrschers entfesselt ein Crescendo, keinen Krieg. Und der Zwang, den er ausübt, beruht auf Absprache. Was aber unrealem Zweck dient, gebärdet sich real, der Dirigent so, als schüfe er es jetzt und hier. Davon wird alles, was er sachlich leistet, vergiftet. Während der Gestus des Medizinmanns den Zuhörern imponiert, die glauben, es bedürfe einer solchen Attitüde, um künstlerisch das Beste aus den Spielern herauszuholen, das mit körperlicher Höchstleistung verwechselt wird, ist die Qualität der Aufführungen, der dem Orchester zugewandte Aspekt des Dirigenten, weithin unabhängig von dem, was er dem Publikum vorgaukelt. Diesem gegenüber hat er a priori etwas propagandistisch-demagogisches. Daran erinnert der alte Witz
von der Besucherin der Gewandhauskonzerte, die ihre sachverständige Nachbarin bittet, sie doch darauf aufmerksam zu machen, wenn Nikisch zu faszinieren beginne. So verschieden sind die soziale Einschätzung des Musikalischen und dessen eigene Struktur voneinander. Leistungen, welche die Faszinationsfreude dem Dirigenten zuschreibt, vollbringt er zuweilen gar nicht. In einer großen deutschen Stadt lebte ein geisteskranker Sohn aus wohlhabendem Haus, der sich einbildete, ein genialer Dirigent zu sein. Um ihn zu kurieren, mietete ihm die Familie das beste Orchester und gab ihm Gelegenheit, Beethovens 5. Symphonie durchzuspielen. Obwohl der junge Mann ein blutiger Laie war, wurde die Aufführung nicht schlechter als irgendeine gängige. Das Orchester, das das Stück im Schlaf auswendig wusste, bekümmerte sich nicht um die falschen Einsätze des Dilettanten. Sein Wahn fand sich bestätigt. Verwandten Sinnes sind die Versuche amerikanischer Sozialpsychologen, die Versuchspersonen Schallplatten mit vertauschten Etiketten, solche von Toscanini und solche von einem unbekannten Provinzkapellmeister vorführten, wobei die Reaktionen den Namen entsprachen, sei's, dass die Hörer die Qualitäten nicht unterscheiden konnten, sei's, dass die Differenzen unvergleichlich viel geringer waren als die Ideologie des offiziellen Musiklebens Wort haben will. Während der Dirigent als Bändiger des Orchesters agiert, meint er das Publikum. Nach einem Verschiebungsmechanismus, der auch der politischen Demagogie nicht fremd ist. Stellvertretend befriedigt er das sadomasochistische Bedürfnis, wenn und solange sie keine anderen Führer zum Bejubeln haben. So naiv, rein musikalisch, die Experimente mit dirigentenlosen Orchestern aus der Frühzeit der russischen Revolution sein mochten, sie haben nur vom Dirigenten eingeklagt, was er sozialpsychologisch permanent verschuldet. Er symbolisiert Herrschaft auch durch seine Tracht, in eins die der Herrschenden und des peitscheschwingenden Stallmeisters im Zirkus. Freilich auch die der Oberkellner, schmeichelhaft für die Zuhörer, solch ein Herr und unser Diener mag ihr Unbewusstes registrieren. Die Verlegung des herrschaftlichen Wesens in die Distanz des ästhetischen Raums erlaubt zugleich, den Kapellmeister mit magischen Qualitäten auszustaffieren, die vor der Realitätsprüfung nicht bestünden. Eben der medizinmannhaften Fähigkeit zur Faszination. Selbst das kann sich noch an etwas im Phänomen anlehnen, daran, dass der Dirigent, um unter den gegenwärtigen Bedingungen überhaupt etwas von seinen Intentionen hinüberzubringen, gewisse suggestive Fähigkeiten ausbilden muss. Dass er dabei scheinbar rein der Sache sich verpflichtet weiß und um das Publikum unbekümmert ist, er wendet ihm ja den Rücken zu, das verleiht ihm jene Beziehungs- und Lieblosigkeit den Verehrern gegenüber, die Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse unter den Konstituenzien der Führer-Imago genannt hat. Die Absonderung des Ästhetischen wird zurückgebildet zu dem Ritual, in dem sie einmal entsprang. Das Übertreibende, der Fanatismus nach Bedarf, die Exhibition einer angeblich bloß ins Innere gewandten Leidenschaft ähnelt dem Gehabe von Führern, die nichts für sich zu wollen, ausposaunen. Man traut dem Histrionen auf dem Pult zu, dass er wie der Diktator nach Belieben Schaum vor dem Mund produziert. Erstaunlich, dass die Nationalsozialisten nicht die Dirigenten wie die Hellseher als Konkurrenten ihres eigenen Charismas verfolgten. Nicht, dass die Tätigkeit des Dirigenten der künstlerischen Berechtigung und Notwendigkeit entriete. Die gesamte neuere Musik steht im Zeichen der Integration eines Mannigfaltigen. Freilich ist diese Idee nicht so unveränderlich, wie ihre Vertrautheit es nahelegt.
die rücksichtslose polyphone Kombinatorik noch der Florentiner Ars Nova scheint nicht gänzlich der Einheit des Simultanen sich zu beugen. Und wenn heute in den von John Cage angeregten Gruppen das kompositorische Integral aufgekündigt wird, so steigt damit auch etwas wieder auf, was von den rational naturbeherrschenden Prozeduren der europäischen Kunstmusik drunten gehalten, aber nie ganz ausgemerzt war. Sobald jedoch vielstimmige Musik, sei's realpolyphone, sei's homophone, von durchbrochener Arbeit, Einheit des Mannigfaltigen ambitioniert, bedarf es zu ihrer Lenkung auch eines einheitlichen Bewusstseins, das die Integration erst geistig leistet und dann verwirklicht oder zumindest überwacht. Selbst bei kleinen Ensembles geht es bei aller kameradschaftlichen Verständigung unter den Mitwirkenden ohne dergleichen nicht ab. Im Streichquartett verlangt sachgerechte Darstellung eine Autorität, welche über die Kontroversen entscheidet und die Einzelleistungen der Spieler nach der Idee des Ganzen scheidet sowohl wie koordiniert. Meist fällt diese Aufgabe dem Primarius zu. Das Kammermusikalische, wie ein jegliches Ensemblewesen, leidet jedoch an einem tiefen Widerspruch. Ensembles sind Gleichnisse einer produktiven, von sich aus spontanen, das Ganze hervorbringenden Mannigfaltigkeit und warten darauf, dass diese aus sich heraus sich herstellt. Aber ästhetisch kann der vereinheitlichende Akt nur von einem Einzelnen vollbracht werden, und dadurch sinkt die Mannigfaltigkeit, an sich schon ästhetischer Schein, nochmals zum zweiten Mal zu einem Schein des Scheins herab. In einem guten Streichquartett muss jedes Mitglied eigentlich ein hochqualifizierter Solist sein und darf es doch nicht. Die typischen Streitigkeiten in Streichquartetten, die deren Bestand verhängnisvoll befristen, gründen nicht nur in den finanziellen Verhältnissen, sondern auch in einer Antinomie. Im Quartett wird ebenso die autonome Aktivität der Einzelnen wie ihre heteronome Unterordnung unter einen Einzelwillen gefordert, der eine Art von Volonté générale vorstellt. In solchen Konflikten erscheinen rein innermusikalisch gesellschaftliche. Das Einheitsprinzip, das von der Gesellschaft draußen als autoritär herrschaftlicher Zug in die Musik einwanderte und ihr immanent erst ihre Stringenz verlieh, übt auch im musikalisch-ästhetischen Zusammenhang noch Repression aus. Inmitten der Kunst wächst der gesellschaftliche Stachel nach. Die Musik geriert sich, als ob jeder für sich spielte und daraus das Ganze würde. Aber das Ganze kommt erst von einem anordnenden und ausgleichenden Zentrum her zustande, das die Einzelspontaneitäten wiederum negiert. Die Notwendigkeit solcher Koordination verstärkt sich selbstverständlich beim Orchester, wo allein dadurch schon ein sozialer Hohlraum sich bildet, dass unmöglich jeder der zahlreichen Mitwirkenden so auf den anderen hören kann wie in Kammergruppen. Überdies sind in der traditionellen Orchesterliteratur die begleitenden Einzelstimmen nicht durchweg so artikuliert, dass ihre ungesteuerte Ausführung von sich aus überhaupt ein sinnvolles Ganzes garantierte. Der Orchesterapparat ist ebenso sich selbst, denn kein Mitglied hört jemals präzis alles, was simultan ringsherum geschieht, wie der Einheit der darzustellenden Musik entfremdet. Das beschwört die entfremdete Institution des Dirigenten in dessen Verhältnis zum Orchester, dem musikalischen wie dem gesellschaftlichen, die Entfremdung sich verlängert. Diese Problematik erstattet gleichsam der Gesellschaft zurück, was die Gesellschaft als dunkles Geheimnis in die integrale Ensemblemusik versenkte. Die Sünden des Dirigenten verraten etwas von der Negativität der großen Musik selber, vom gewalttätig
Schlagenden. Sie sind keine bloßen Deformationen, sondern Folgen aus der Situation des Dirigenten. Sonst ließen sie schwerlich so regelhaft sich beobachten. Selbstverständlich werden sie stets verstärkt durch die außermusikalische Versuchung, das Publikum einzufangen. Weil die Musik des Dirigenten bedarf, während er, der herausgestellte Einzelne, zugleich das Gegenteil dessen ist, was Vielstimmiges sein möchte, und weil im herrschenden Musikbetrieb die Integration unter einen Willen stets prekär bleibt, muss er kompensatorisch sachfremde Eigenschaften entwickeln, die leicht in Charlatanerie ausarten. Ohne ein irrationales Surplus persönlicher Autorität wäre dem von der Unmittelbarkeit seiner musikalischen Vorstellung abgesonderten Klangkörper kaum Einheit, geschweige das Imaginierte, abzuzwingen. Mit solcher Irrationalität finden sich in prästabilierter Harmonie gesellschaftliche Bedürfnisse, vorab das der Personalisierung, der ideologischen Zusammenfassung sachlich-objektiver Funktionen in einer sichtbaren Einzelperson. Diese Tendenz begleitet die real fortschreitende gesellschaftliche Entfremdung als Schatten. Der Dirigent wird zur Figur dessen, der unmittelbar zum Publikum sich verhält, während zugleich sein eigenes Musizieren auch diesem insofern notwendig entfremdet ist, als er ja selber nicht spielt. So wird er zum Musikanten als Schauspieler und eben das widerstreitet der sachgerechten Darstellung. Effekt hat die Schauspielerei keineswegs nur auf die Musik Fremden. Berühmt ist die Äußerung des halbwüchsigen Wagner, nicht Kaiser und König sein, aber so dastehen wie ein Dirigent. Der Struktur bedeutender Kompositionen, von Wagner bis Mahler, vielleicht auch Richard Strauss, ist das Modell des überblickenden und schaltenden Dirigenten immanent. Es ist mitschuldig am Als-ob-Charakter vieler spätromantischer Musik. Andererseits stieg die Wichtigkeit des Kapellmeisters im ausgehenden 19. Jahrhundert proportional mit der Komplexität der Werke an. Das Schimpfwort Kapellmeistermusik, das der Unselbstständigkeit so vieler Stücke von individueller Prätention gilt, moniert als individuelles Versagen einen weit objektiveren, musiksoziologisch zu fassenden Tatbestand. Als ökonomisch die Zirkulationssphäre blühte, gelangte auch der musikalische Vermittler schlechthin, der Dirigent, ins Zentrum des Interesses. Weil er aber so wenig wie sein wirtschaftliches Urbild eigentlich die entscheidende Gewalt besaß, war ihm stets etwas Trügerisches beigemischt. Übrigens sollte, wer von der Ideologie der Echtheit im Bereich ästhetischen Scheins nicht sich terrorisieren lässt, einmal der Affinität von Schauspiel, Kunst und Musik grundsätzlich nachgehen. Sie ist sicherlich nicht das Verfallssymptom, als das Nietzsche sie verkannte, sondern bekundet die Einheit der Zeitkünste im mimetischen Impuls. Wie in vorkapitalistischen Perioden sozial zwischen dem Gaukler und dem Musikanten als Fahrenden nicht scharf unterschieden wurde, so durften heute noch in denselben Familien schauspielerische und musikalische Begabungen alternieren, oft auch unmittelbar zusammengehen. Bei einer soziologischen Dechiffrierung der Musik wäre nicht zu vernachlässigen ihre Bestimmung als mimetische Reservatsphäre. Der Sprachgebrauch, der mit dem Wort »spielen« die Leistung des Mimen wie des Instrumentalmusikers bezeichnet, mahnt an jene Verwandtschaft. Sie prädestiniert die Musik in besonderem Maß zur Ideologie des Unbewussten. Sie hilft auch begreifen, dass die Orchester gar nicht so wenig auf Eigenschaften der Dirigenten ansprechen, von denen man zunächst denken würde, dass sie als unsachlich und irrational die handwerkliche Rationalität derer abstoßen müssten,
welche die Klänge hervorbringen. Das Orchester respektiert im Dirigenten den Fachmann, den, der das störrische Pferd reiten kann, und soweit er das vermag, scheint er vorweg das Gegenteil des Salonlöwen. Aber zu seiner fachlichen Kompetenz gehören die unfachlichen Qualitäten selber hinzu. Reiten kann der Zirkusdirektor. Wer derlei Qualitäten überhaupt nicht besitzt, fällt durch ästhetische Reinheit aus jeglicher Kunst heraus und wird zum philiströsen Musikangestellten. Wo Geschmack die letzte Spur des grünen Wagens getilgt hat, regt sich keine Musik mehr. Orchester erwarten vom Dirigenten ebenso, dass er die Partitur genau kennt und jede falsche Note, jede Unpräzision hört, wie dass er über die Fähigkeit verfügt, mit einer Bewegung der Hand, ohne zwischengeschalteter Reflexion, das Orchester zusammenzuhalten, zum richtigen Spielen zu veranlassen, womöglich sein Bild von der Musik aus ihm herauszuholen, wobei dahinsteht, ob suggestive Fähigkeiten je dazu ausreichen oder es in gewissem Maß nur vortäuschen. Der affektive Widerstand der Orchester aber richtet sich gegen alles Vermittelnde, gegen alles, was weder Technik noch direkte Übertragung des Willens ist. Der redende Kapellmeister wird verdächtig als einer, der, was er meint, nicht drastisch zu konkretisieren vermag, auch als einer, der durch Geschwätz die zutiefst verhassten Proben in die Länge zieht. Die Aversion gegen die Rede ist den Orchestermusikern vererbt vom physisch Arbeitenden. Sie argwöhnen, dass der Intellektuelle sie betrügt, der des Wortes mächtig ist, dessen sie entraten. Archaische, unbewusste Mechanismen dürften beteiligt sein. Der Hypnotiseur schweigt. Allenfalls erteilt er Befehle. Er erklärt nicht. Das rationale Wort bräche den Bann der Übertragung. Sobald es die Kommunikation besorgt, verwandelt es den Empfänger der Aufträge potenziell in ein selbstständiges Subjekt, während die narzisstische Einsamkeit, an der so viel von seiner eigenen Autorität hängt, sich löste. Es ist, als sträubte sich der Masochismus der Befehlsempfänger gegen Verhaltensweisen des Vorgesetzten, die dessen traditionelle Rolle beeinträchtigen. Verletzt er die Tabus, mit denen jene Rolle in der Vorgeschichte seiner Urbilder besetzt war, so wird das rationalisierend als seine sachliche Unfähigkeit verbucht. Der Anti-Intellektualismus der Orchester ist der dicht verbundene und zugleich in ihrem Bewusstsein begrenzte Kollektive. Ähnlich misstrauen Schauspieler dem Dramaturgen als dem Herrn Doktor. Zum Dirigenten steht das Orchester ambivalent. Während es, bereit zur glanzvollen Leistung, begehrt, von ihm an die Kandare genommen zu werden, ist er zugleich verdächtig als Parasit, der nicht selbst zu geigen oder zu blasen hat und sich aufspielt auf Kosten derer, die spielen. Die Hegelsche Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft wiederholt sich en miniature. Die Kenntnis und Überlegenheit, die den Dirigenten zur Leitung qualifiziert, entfernt ihn von der sinnlichen Unmittelbarkeit des Produktionsvorgangs. Selten geht beides zusammen. Selten kann der, welcher weiß, wie es richtig sein sollte, es auch physisch verwirklichen. Zu lang sind beide Funktionen historisch voneinander getrennt. Nicht umsonst achten die Orchestermusiker bei der Beurteilung von Dirigenten vorab auf klangliche Fähigkeiten. Leicht werden diese überwertig gegenüber den strukturell Geistigen. Konkretistisch sind sie allem an der Musik abgeneigt, was nicht dingfest kontrollierbar ist. Die Skepsis des Orchestermusikers, uns alten Hasen kann keiner was vormachen, die bei Klangkörpern von Weltruf zur maßlosen, sabotagefreudigen Arroganz sich steigert, ist ebenso berechtigt wie unberechtigt.
berechtigt gegen den Geist als Gewäsch, gegen solche ästhetische Reflexion, die nicht in die Sache sich hineinbegibt, sondern sie verschmiert. Ausgelacht wurde der feldwebelhafte Dirigent, der unfreiwillig Wagners Wort über die 7. Symphonie paraphrasierte: »Meine Herren, das ist die Apothese des Tanzes. Apotheke«, verbesserte ihn das Orchester. Unberechtigt ist jene Haltung, weil sie die Musik auf ihre sensuelle Fassade vereidigt und diffamiert, wodurch sie überhaupt erst zur Musik wird. Denn ihre strukturellen Elemente lassen sich nicht allesamt in Einsatz- und Schlagtechnik versinnlichen, sondern bedürften der Erklärung, so wie sie in der fortgeschrittenen Praxis der Kammermusik von selbst sich versteht. Die soziale Herkunft des Orchestermusikers, die des Kleinbürgers, dem vielfach die Bildungsvoraussetzungen für den Gehalt der eigenen Arbeit abgehen, verstärkt die psychologische Ambivalenz, aber ihre Wurzeln reichen auch in die objektive Situation. Dem Dirigenten könnte jene Ambivalenz zur Selbstkritik helfen. Aber aus dem latent immer drohenden Konflikt ziehen viele Dirigenten stillschweigend die Konsequenz der bedingungslosen Anpassung an den Geist des Orchesters. Anstatt zu lernen, machen sie sich beliebt. Zu zahlen hat dafür die Musik. Die Verhaltensweise der Orchestermusiker zu beschreiben, liefe auf eine Phänomenologie der Renitenz hinaus. Primär ist der Widerwille dagegen, sich zu unterwerfen. Er muss besonders heftig sein bei solchen, die durchs Material und die Gestalt ihrer Arbeit sich als Künstler und damit als Freie fühlen. Weil aber die Unterwerfung unter die Person von der Sache technologisch gefordert wird, weil beim Dirigenten persönliche und Sachautorität trüb sich vermischen, muss der ursprüngliche Widerstand nach Begründungen suchen. Sie bieten sich in Fülle. Beobachtet man, wie Dirigenten nach erfolgreichen Aufführungen das Orchester animieren, sich zu erheben, so spürt man ebenso den ungeschickt beflissenen Versuch, das schiefe Verhältnis nach außen zu berichtigen, wie die fortwirkende Renitenz, die solcher Berichtigung missachtet, weil sie an dem Grundverhältnis nichts ändert. Aber Renitente sind auch bereit, sich unterzuordnen, wo sie Kraft wittern. Die Sozialpsychologie des Orchestermusikers ist die des ödipalen Charakters, schwankend zwischen Aufmucken und sich ducken. Der Widerstand gegen die Autorität hat sich verschoben. Was einmal Rebellion war und als solche stets noch sich fühlen mag, heftet sich an solche Momente der Autorität, in denen diese als nicht autoritär genug sich blamiert. Ich erinnere mich aus meiner Jugend an einen später berühmt gewordenen Musiker, der aus dem Orchester kam. Er delektierte sich in seiner aufsässigen Phase daran, dass er der Totenmaske Beethovens einen Schnurrbart anmalte. Ich prophezeite unserem gemeinsamen Lehrer, er werde einmal stockreaktionär werden, und er hat meine Erwartungen nicht enttäuscht. Bezeichnend für den Habitus der Renitenz sind all die Anekdoten, die von Orchestern ausgehen und modernen Komponisten der verschiedensten Schulen ankreiden, sie hätten, wenn irgendein Bläser absichtlich nicht transponierte und eine falsche Stimme spielte, das nicht bemerkt. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten ist fragwürdig. Nicht, was sie über den Geist der Orchester sagen. Der Ödipale neigt zur Feindschaft gegen die Moderne. Die Väter sollen immer gegen die Söhne Recht haben. Der Sabotageakt, das absichtliche Falschspielen, sucht sich nach solcher Manier sein Objekt dort aus, wo er vorweg die stärkere Autorität, die der communis opinio, hinter sich hat, nämlich die moderne Musik. Zwar soll Autoritäten etwas am Zeug geflickt werden, aber nur solchen ohne bestätigte Autorität. Sie seien Nichtskönner. Die Geschichten werden auf gar zu viele Quellen zurückgeführt, als dass man an das Gelingen des humorigen Experiments glauben könnte.
Zudem ist der Orchesterklang eines komplexen Werkes für den, der es zum ersten Mal vernimmt, auch für den Komponisten, so überraschend durch Intensität, so verschieden selbst von der exaktesten Imagination, dass Hörfehler, wenn sie unterlaufen, wenig besagen. Die Zuverlässigkeit des äußeren Gehörs muss mit der Genauigkeit der inwendigen Vorstellung keineswegs harmonieren. Die kollektive Mentalität des Orchestermusikers, die selbstverständlich keineswegs die aller Individuen ist, hat als Ursache zunächst in der Sphäre der Ich-Psychologie die Enttäuschung am eigenen Beruf. Viele Orchestermusiker haben es ursprünglich nicht werden wollen, sicherlich die meisten Streicher. Erst heute, da schon junge Musiker realitätsgerecht unter gewerkschaftlichem Schutz hochbezahlte Dienste verrichten, dürfte das sich geändert haben. Dass der unmittelbare Einbau der Musik in die Gesellschaft jene gefährdet, zeigt sich schlagend an der sozialen Institution, welche die Orchester gegen gesellschaftliche Ausbeutung schützt, eben der Gewerkschaft. Tarifverträge, Begrenzungen der Arbeitszeit, die Abmachungen, welche unbillige Forderungen eindämmen, drücken unter den gegenwärtigen Organisationsformen unvermeidlich in das künstlerische Niveau. In ihnen vergegenständlicht sich die Renitenz jenes berühmten Schlagzeugers, der während der Aufführung eines Wagnerschen Werks im Orchesterraum saß, Karten spielte, rasch zu seinem Triangelschlag herbeieilte und dann das Skat fortsetzte, als störte die Musik seinen Beruf. Der Arbeitsschutz, dessen die Künstler unterm Profitsystem notwendig bedürfen, schränkt zugleich die Möglichkeit eines nicht von abstrakter Arbeitszeit, sondern von der Qualität der Sache bestimmten ein, die der Musik unabdingbar ist und die verwirklichen müsste, wer Musik als Beruf wählte. Er revoltierte einmal gegen den Betrieb der Selbsterhaltung, auch wenn es ihm gar nicht bewusst war. Er will sein Brot durch eine brotlose Kunst erwerben, von Anbeginn der rationalisierten Gesellschaft ein Schnippchen schlagen. Die Knaben aus deutschen Entwicklungsromanen um die Jahrhundertwende, die in die Maschinerie der Schule hineingeraten, suchen als Gegenwelt die Musik. Hanno Buddenbrock ist ihr Prototyp. Aber die Gesellschaft klagt das ihre ein. Sie reserviert Anerkennung und auskömmliche Existenz einer verschwindenden Minderheit von meist technisch exzeptionell begabten Musikern. Seit Dezennien belohnt sie auch unter ihnen nur solche, die mit einiger Willkür von monopolistischen Instituten wie den größten Konzertagenturen, Dependancen der Radio- und Plattenindustrie auserwählt sind. Als Ausnahme bestätigen die Stars ebenso den Vorrang nützlicher Arbeit wie, dass das Establishment doch nichts gegen den Geist habe, wofern dieser nur den Spielregeln des Konkurrenzsystems oder seiner Nachfolge sich anbequemt. Der Majorität gegenüber jedoch zeigen die Kommandierenden des Musiklebens die kalte Schulter. Die Wahrheit, dass durchschnittliche Leistung kein ästhetisches Kriterium sei und dem Begriff von Kunst selbst widerstreite, wird somit zur Ideologie. Musiker, die wie immer auch unbewusst ein absolutes wollten, werden zur Strafe fast notwendig von der Gesellschaft gebrochen, die ihnen vorrechnet, es habe eben nicht gelangt. Die Sozialpsychologie, welche über das Ressentiment des Orchestermusikers superior sich dünkt, ist darum zugleich beschränkt. Sie verkennt das Recht in jenem Ressentiment. Den Orchestermusikern wird sichtbar demonstriert, was insgeheim, wie Freud wohl wusste, die gesamte bürgerliche Kultur durchherrscht. Die Opfer, welche sie ihren Angehörigen aufbürdet und die sie, sei es der eigenen Selbsterhaltung, sei es einer Sache zuliebe bringen, bleiben vergeblich, zumindest das Äquivalent zufällig. Opfer sind so irrational wie im Mythos.
Was ein Orchestermusiker zu tun hat, Sie nennen es Dienst, steht nach geistig-musikalischer Bedeutung und auch der Befriedigung nach, die der Einzelne empfängt, außer allem Verhältnis zu der Utopie, der ein jeder einmal nachhing. Die Routineaufführung, die Abgedroschenheit oder geringe Qualität der meisten Einzelleistungen, die im Tutti verschwinden, schließlich auch die oft bloß fiktive Überlegenheit des Dirigenten, zeitigt Überdruss. Der Positivismus der Orchestermusiker, die ans Kontrollierbare, an klangschöne Akkorde, präzise Einsätze, an die Fähigkeit, komplexere Rhythmen verständlich zu schlagen, sich halten, ist nicht nur der Widerschein ihres Konkretismus. In diese Momente, den Inbegriff dessen, was sie zu realisieren glauben, flüchtet sich die Liebe zur Sache, die einmal sie beseelte. Gedemütigt überlebt sie einzig als fachmännische Rechthaberei. Ihre Geistfeindschaft, die sie übrigens mit den meisten Kollektiven gemeinsam haben, die gegen den Einzelnen durch Identifikation untereinander integriert sind, hat auch ihr Wahres, die bündige und unwiderlegliche Erfahrung des Usurpatorischen am Geist unter den herrschenden gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen. Manchmal entschädigen sie sich durch Hobbys wie fanatische Lektüre oder Sammlerwut. Vom ursprünglichen Berührtsein durch Musik, vom Traum, dass es anders sein sollte, ist der gute Wille übrig, sobald jenes andere als technische Zuständigkeit ihnen begegnet und damit nicht länger ein anderes ist. Wenn die Orchestermusiker, anstatt wie Kulturkonsumenten sich zu begeistern, knurrig und raubautzig in Viertel und Sechzehntel sich verbeißen, so tun sie wiederum auch der Musik selbst Ehre an, in der kein Geist objektiv gilt, der nicht Konfiguration von Noten geworden wäre. Die musikalische Resultante aus dem Verhältnis zwischen Dirigenten und Orchester ist ein widermusikalischer Kompromiss. Das Maß an Vergröberung ist einzig der eines dramatischen Textes auf der Bühne zu vergleichen. Selbst mit der vielgerühmten Präzision ist es selten weit her. Schuld trägt die objektiv diktierte Unzulänglichkeit beider Kontrahenten. Sozialökonomisch vor allem die stets allzu karge Probenzeit. Was erscheint, hält meist bloß zusammen, günstigstenfalls glatt, fließend, ohne offene Risse. Mit dem, worauf es allein ankäme, zugleich freiem und strengem Musizieren, worin die Struktur sinnvoll transparent würde, wird kaum auch nur begonnen, und im Bann des Betriebes merkt es keiner. Nicht einmal die sogenannten Fachleute. Während Orchester vom dirigierenden Komponisten, während ihres Mangels an Routine, der ein Vorzug wäre, nichts wissen wollen, sind jene im Entscheidenden, den angeblichen Fachleuten, nicht selten in ihrer eigenen Domäne überlegen. So Anton von Webern als Dirigent von Mozart, Schubert, Bruckner und Mahler. Von ihm gibt es weder Schallplatten, noch haben offenbar Bänder sich erhalten, einfach darum, weil er sozial nicht als großer Dirigent abgestempelt war. Auch Richard Strauss, den das Dirigieren und vermutlich alle Musik vielfach langweilte, konnte, wenn er wollte, außerordentliche Aufführungen zustande bringen, weil er an die Kompositionen mit dem Auge des Komponisten heranging. Ebenso Strawinsky noch im hohen Alter. Mit den Orchestern hat Strauss trotz seines seniorialen Habitus sich gut verstanden, in dem, was amerikanisch Intelligence heißt, einer Art technologischer Solidarität, dem Weblenschen Instinct of Workmanship, dem Instinkt für die konkrete technische Arbeit. Er erweckte den Eindruck dessen, der von der Pike auf diente, stets bereit, mit Orchestermusikern, die es gut konnten, ebenso gern Skat zu spielen wie mit seinen Kommerzienräten. Das Orchester als In-Group spricht an auf eine bestimmte, dabei nicht sich anbiedernde Art von Kollegialität.
Sie ist zugespitzt gegen musikalische Instanzen außerhalb der unmittelbaren Praxis, besonders gegen Kritiker. Die vielberufene Kollegialität unter Musikern, keineswegs bloß denen des Orchesters, schlägt leicht in Hass oder Intrige um. Substitut von Freundschaft untereinander fremden, miteinander konkurrierenden, nur durch die Gestalt der Arbeit einander gleichen, gezeichnet mit einem Mal von Unwahrheit. Aber der sozial überaus fragwürdige Chorgeist, verwandt dem autoritätsgebundenen Syndrom, wird gelegentlich zur produktiven Genossenschaft von Dirigenten und Orchestern. Nicht einmal als sogenannte Klangkörper sind die Orchester so homogen, wie es das Kollektiv der Kollegen vortäuscht. Ihre heutige Gestalt ist das musikalische Residuum anarchischer Warenproduktion, auch insofern ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Das übliche Instrumentarium wurde nicht bewusst und planvoll, nicht als adäquates Medium kompositorischer Fantasie entwickelt, sondern in einer Art von naturwüchsigem Prozess. Zwar wurde Unbrauchbares, Ungeschlachtes oder Groteskes darwinistisch ausgemerzt, aber das Ergebnis blieb zufällig und irrational genug. Über die auffälligsten Mängel, den an einem ausgewogenen Kontinuum der Klangfarben, an wirklich zulänglichen Holzbässen, haben die Komponisten immer wieder vergebens sich beschwert. Stets noch verfügt die Harfe nicht über die vollchromatischen Möglichkeiten. Neuerungsversuche wie die Aufnahme des Heckelfons durch Strauss, die Institution eines dritten Geigenparts in der Elektra, die ungewohnte Zusammenstellung in Schönbergs Opus 22 hatten keine Konsequenz für den Aufbau des Orchesters. Selbst die Kontrabassklarinette bürgerte nicht sich ein und nicht einmal die herrliche Basstrompete von Wagners Ring. Grell ist die Diskrepanz zwischen dem archaischen, gegen Neuerungen überaus spröden Inventar der Orchester und dem kompositorisch Geforderten, zu schweigen von den rückständigen Spielweisen. Die Emanzipation des Kammerorchesters von Großen hat nicht nur kompositorische Gründe wie die Abneigung gegen die auratische Unendlichkeit des Streichertuttis und den Bedarf nach distinkten Stimmen für polyphone Zwecke. Das Orchester hat prinzipiell die farblichen Bedürfnisse nicht befriedigt. Kleine Ensembles schmiegen sich ihnen viel enger an. Auch als brüchige Totalität ist das Orchester Mikrokosmos der Gesellschaft, gelähmt vom Eigengewicht dessen, was nun einmal so und nicht anders wurde. Die Orchester sind heute noch wie die Skyline, wie das Profil von Manhattan, imposant und zerrissen in eins.